Das ist ganz interessant. Sie kommen aus Portugal, aber unter Vertrag beim Schwan Islason. Dann nominiert mit der Schweiz. Zum zweiten Mal übrigens trifft man auf die Schweiz nominierter. Aktion. Agieren. Das können wir alles noch sagen mit der Daumenverletzung. Aber auf dem Weg endlich der Bessere. Abgeschlossen. Witzke. Den macht er aber mal voll mit Anlauf. Führung für die Andi Schmid. Witzke. Auf Dahmke. Das ist mal ein guter Start. Zweite Minute, 2-0. Die deutsche Mannschaft ist schnell vorn. Wir waren 35 Minuten ganz schön unter Druck. Da muss man natürlich auch sagen, naja, 25 Minuten dann aber wurden. Chance zum 3-0. Witzke nimmt viel Verantwortung. Arm ist oben. Und unter Druck. Uscic. Ball kommt gut durch. 4-1 Dahmke. Zweimal Witzke, zweimal Dahmke. Zuvor HSG Wetzlar, der Name Rubin im Schweizer Handball ist wie eine Art Institution. Sein Vater war einer der erfolgreichsten Schweizer Nationalspieler. Sebastian Heimann. Bald erwischt, wenngleich auch einige Freie natürlich mit dabei waren im Konter oder auch von der Außenposition. Aber es wird auch gut verteidigt. Ja, in der Rückwärtsbewegung Heimann gegen Rubin 5. Witzke. Goller. Wenn man den nicht festmacht, wenn man das nicht unterbindet, zu seinem Ende 2027 auslaufenden Vertrag. Ja. Man kann ja auch über eine Vertragsverlängerung reden, aber ich finde, es ist noch so weit hin. Und der vom SCD HFK Leipzig 7-3. Dritter Treffer. Und der Konter über Goller. Oh, gab es noch den Sturmmannschaft zu, bestreitet dort zwei Testspiele gegen die Polen mit ihrem Bundestrainer Martin. Noch ein Superpass, Portners erster Pass. Danke. Fehlt als Schütze. Serbe beginnt. Gibt es ja einen Rückkehrer auf der Position mit Kastening, der 3. Die deutsche Mannschaft ist sehr gut drin in dieser Partie. Passiert. Grigic und Uscic. Was hat der für einen Lauf? Was hat der für ein Selbstbewusstsein? Aufgebaut ja nicht. Nicht das einzige. Weitere Beispiele für diesen tollen Trend. Witzke. Das durchlaufen zu lassen. Nächsten Länderspiel. Gefangen. Oh, was für ein grandioser direkter Pass auf Goller. Nicht nur die Parade, sondern diese schnelle Reaktion, das schnelle Agieren, Erfassen der Situation. Und vielleicht, es ist schon eher ein Raketenstart in dieses Spiel. In der Bundesliga. Regel. Gutes Handspiel an den Kreis. Auch der passt. Variiert. Erste links, der zweite rechts. Zweiter Treffer für Einzelaktion. Aber erst der fünfte Gegentreffer für die deutsche Mannschaft im Feld. Super von Uscic. Super gespielt. So blitzschnell hinter dem Rücken. Als Bodenpass an den Kreis. 7-Meter-Wurf, erster Torwartwechsel bei den Schweizern. Aber es bleibt dabei. Auch Scheidiger verliert dieses. Zehnter Tipppass an den Kreis. Es sind
trotz allem immer noch 7 Tore Rückstand für die Schweiz. Wenige Niederlagen, aber die hatten Tragweite. B-Weltmeister, die deutsche Mannschaft. Man kann es kaum glauben. Und 1990 dann, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dieser EM-Quali. Ich erzähl's, Drittklassigkeit CWM. Und da hieß der Gegner Türkei. Auf diese Mannschaft trifft man am Sonntag zum zweiten Mal überhaupt erst in der bundesdeutschen Handballgeschichte. Einen guten gehalten, mehr aber auch nicht. Ball bezogen. Witzke. Stutzke. Und Steinert. Fast einmal rum um die eigene Achse. Deutschland führt in der Acht. Und den Rest macht Andi Wolf. Zwillings Bruder ja bei den Eulen Ludwigshafen in der zweiten Liga spielt, nämlich Sadok. Aber ich sag mal, 20 zur Pause ist also mehr als nur drin für die deutsche Mannschaft. Vor allem, wenn es so weitergeht. Lukas Serbe. Dahmke. Spürbar bei Andi Schmid. Wolf. Und Fischer. 18-6. Adam. Stutzke. Die ziehen das Ding durch. Das ist Wahnsinn. 19-6. Allen. Gegen Grigic. 7 Meter. Die Flasche aufschraubt, wie sich das gehört, für den zweiten Mann auf der Bank. Noch so ein starker Pass, auch wenn es letztendlich nicht zum Torerfolg reicht. Sonder bei Manuel Zehnder, aber nur 2 drin. Ist das gut? Ist das gut? Der 20. Treffer der deutschen Mannschaft. 20:8, 26. Minute. Letzten 3,5 Minuten in der ersten Hälfte laufen. Schrittfehler. Nächster. Jetzt mal ein paar Treffer in Reihe. Witzke. Birgit. Sieht Fischer. Abwehr im Kreis. Janis Scheidiger bleibt zwischen den Posten. Auch bei diesem nächsten 7 Meter. Gegen Serbe 21-11. Die deutsche Mannschaft wieder die Qualifikation eigentlich verpasst. Durch die Playoff-Spiele gegen Slowenien. Das ist auch die deutsche Mannschaft in diesem Spiel. Das Spiel war über ganz, ganz weite Strecken wirklich. Aber 21-13 ist am Kreis. Für den ist das mehr als nur ein Heimspiel, weil er ja hier bei den Rhein-Neckar-Löwen unter Vertrag ist. Serbe bleibt auf dem Feld. Kohlbacher, Abwehr im Kreis. Einsatzminuten kommen zu lassen. Serbe. 22-13. Unglaublich. Und Manuel Zehnder gegen Spät. Heimann. Schön verzögert. Plus 9. Jetzt wird es ein schnelles Gewerfe hier vor den auf Augenhöhe waren. Ende der 80er bis Mitte der 90er, kann man sagen, mit der deutschen Nationalmannschaft. Heimann. Ein Mannschaft. Ich
wiederholt es gerne, Sonntag 14.50 Uhr live im ersten Anwurf. Dann gehen an David Späth gegen Samuel Zehnder. Das ist ein der Kampf um die Kaderplätze ist längst entbrannt und man möchte gar nicht in der Haut stecken des Bundestrainers Zehnder. Und Lenny Rubin. Immer eine interessante Variante, als Linkshänder Rückraummitte zu agieren, dann natürlich flexibel zu sein. Uschens Kohlbacher, 7 Meter. Und am Kreis ist man so gut besetzt mit Goller, mit Kohlbacher, mit Fischer. Samuel Zehn. Trikot der Rhein-Neckar-Löwen. Rubin, der das einleitet. 25-19. Es wird ein bisschen knapper. Es war schon sehr, sehr viel deutlicher. Uschitz. Heimat mit Grigic unter anderem alle hoch. Die Fäuste. Ja, noch sehr weit davon entfernt, uns hier Sorgen zu machen um die deutsche Mannschaft. Uschitz. Klarer Stoß in Zerbe. Gegen Portner. Der hat den. Guter Nachsetzer. Den Uschitz. Das ist die richtige Antwort. Zwei Minuten Zeitstrafe. Duell gegen Dortmund im zweiten Halbfinale Anfang März. Rubin. Und Wolf mit enorm wichtigen Paraden. Denn es ist immer noch die Phase bei Deutschland in Unterzahl. Lichtlein. 28-20. Oh, Alfred Gislason ist sauer. Tobt dort. Zerbe bleibt drauf, auf rechts außen. Und Johannes Goller, es geht in Richtung der 30-Tore-Marke. 30-Tore-Marke. Durch die 4, Johannes! Lichtlein. Mit sehr guten Momenten. Wolf, einfach. Heimann. Und Mertens. Es läuft wieder. 31-22. Deutsche Mannschaft hat sich eine längere Phase. Erst genauer informieren bei Doruk Pelivan vom HCL Florenz. Das ist sicherlich aus deutscher Sicht der prominenteste Mann. Rubi. Und Wolf. Heimann. Goller, 7 Meter. Und das sind für mich 2 Minuten obendrauf. Abschluss muss kommen von Zehnder und Mannschaft. Er war durchaus über lange Phasen auch zu Recht nicht ein abgesehen davon unglaublich positiver Typ, der in jeder Mannschaft Lichtlein und Heimann im Rückraum. Wolf. Auch da sehr gutes Stellungsspiel. Konter, Kohlbacher plus 11. Und das exakt in der 50. Minute. Die gerade lässt darauf schließen, dass er auch draußen bleibt. Und Steinert dann den Part im rechten Rückraum. Schuld ist, weil Wolf da so im intensiven Gespräch ist. Und war Grigic. Posten. Kastening. Comeback-Tor in der Nationalmannschaft. Timo Kastening, früherer. Plus 2.
12 für die deutsche Mannschaft. Der deutschen klaren Führung schon früh. Im Prinzip war hier nach 10, 15 Minuten alles klar. Spät. Mit dem linken Fuß. Gutes Anspiel zu Kohlbach. Spät. Grigic. Grigic. Nicht ein klassisches langes Kreuzen. Und dann Anspieler den Kreis. So wird's gemacht. So wird. Da am Ende. Und bei einem EM-Quali-Spiel gab es auch mal die Lücke auch im Trikot der Nationalmannschaft sehen. Lichtlein. Lichtlein. Kohlbacher bleibt am Kreis. Heimann und Steininger. Bei großen Turnieren. Das ist die Krux des Schweizer Handballs, dass es dann lange Jahre eben keine Teilnahmen an großen Turnieren gab. Heimann. Ja. Torhüter-Duell schon allein durch die Leistung von Andreas Wolf klar auf Seiten der deutschen Mannschaft. Nicht genug kann man locker verschmerzen, aber die Abschlüsse sind schlechter geworden, schwächer geworden mit dem Gefühl des sicheren Lichtland. Kohlbacher und Scheidiger. Schön nachgesetzt. In diesen letzten Minuten. Und wenn man sich das alles anschaut, dann war hier heute noch, damit war das Spiel entschieden. Und